Zugegeben, wenn Lisa springt, sieht das sehr einfach aus. Jumping Training nennt sich das Workout auf dem Trampolin. Geeignet ist das für jedes Alter, sagt die Trainerin. Das ist eigentlich was, was voll Spaß macht, mega anstrengend ist, man voll schwitzt, aber voll super ist, weil es ein totales Kraftausdauertraining ist, für dein Herz-Kreislauf-System voll gut ist, für die Gelenke voll schonend ist. Das heißt, wenn man Probleme hat mit den Gelenken, ist es eine gute Möglichkeit, eine Alternative zu laufen gehen, zu allem anderen eigentlich, weil man einfach durch die Federung am Trampolin am nächsten Tag gar keinen Muskelkater hat und einfach nicht so zusammenstaucht. Immer abwechseln. Bis zu 400 Muskeln werden bei dem Training beansprucht. Eine NASA-Studie aus den 80ern besagt außerdem, 20 Minuten am Trampolin sind effektiver als eine Stunde Laufen. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehr Spaß macht. Und ich kann mir vorstellen, durch dieses, man schwingt ja trotzdem, man ist in einem gewissen, ja, Vibe, sage ich jetzt, da mit drinnen in einer Energie, da kannst du meiner Meinung nach im Laufen, glaube ich, gar nicht reinkommen. Und du merkst das, glaube ich, auch gar nicht so sehr, die Belastung für den Körper, weil es einfach ja eine Gaudi ist, mit so einer großen Gruppe, wie wir heute wieder sind, da oben zu stehen und gemeinsam Vollgas zu geben. Und vor allem Gelenke werden hier weniger belastet. Das sind auch die Sporttrampoline und die sind wirklich extra so ausgelegt, dass einfach du ja direkt in das Trampolin einspringst und durch den Widerstand oder durch diese Kraft quasi der Körper nach oben transportiert wird. Das ist es nicht wie quasi beim Trampolin im Garten, wo ich quasi in die Höhe springe, sondern du springst bei uns eigentlich in die Trampoline ein. Und das macht dann den Unterschied aus, dass das einfach auch für die Gelenke und für die ganzen Muskulaturen einfach auch schonender ist. Wer es probieren möchte, sollte aber trotzdem ein paar Aspekte berücksichtigen. Wichtig ist, dass du kein Problem hast mit dem Herz. Also, dass du zum Beispiel keinen Herzschrittmacher hast. Da gehe ich jetzt einmal nicht davon aus. Und genauso auch wichtig ist, dass du keine Probleme mit dem Beckenboden hast. Also, wichtig ist wirklich die ganze Stunde Bauchspannung, Bauchspannung, Bauchspannung. Wir arbeiten wirklich aus der Körpermitte aus. Es ist nicht so dieses typische, ich hupfe jetzt in Teichen, so wie man es als Kind vom Trampolin kennt, sondern man arbeitet wirklich mit der Körpermitte und mit den Füßen nach unten ins Trampolin rein. Und wenn man da Probleme hat mit dem Beckenboden, dann kann es, das habe ich auch schon von ein paar Teilnehmerinnen gehört, kann es sein, dass man ganz schnell aufs Klo rennen muss. Der Schlüssel zum Springerfolg also, Körperspannung, das sollte sich machen lassen. Die Stunde startet. Lisa erklärt die wichtigsten Moves und dann wird gefedert. Das nennt Lisa übrigens Aufwärmen. Für Anfänger wie mich geht's hier schon ordentlich ans Eingemachte. Die Musik reißt aber mit und Springen macht gute Laune. So viel steht fest. Im Fitnessclub F10 läuft Jumping in der Kategorie Fun Workout. Zehn nach vorne. Wir tippen nur. Der Spaß ist meiner Meinung nach einfach der wahnsinnige Motor dessen. Weil wenn ich keinen Spaß habe und einfach nur das mache, weil ich es halt tun muss oder weil es am Trainingsplan steht oder weil es halt irgendwer gesagt hat oder vielleicht der Influencer mir das vorlebt, dann kann ich das nicht immer nur oder kann ich das nicht immer auf mich beziehen. Das Wichtigste ist, dass ich einfach selber motiviert bin und bleib. Bounce Balance. Motiviert bin ich. Richtig federn ist aber gar nicht so leicht. Im Rhythmus bleiben auch nicht. Und mit Trampolinspringen in Omas Garten hat das hier wirklich nichts gemeinsam. Nach ein paar Twists kommt der wahrscheinlich wildeste Teil: Sprinten am Trampolin. Das gibt mir den Rest. 60 Minuten dauert eine Einheit. Nach 25 muss ich mir eingestehen, fit wie ein Turnschuh. Sieht anders aus. Die Nachfrage nach dem Hüpftraining ist aber ungebrochen. Versuchen kann es jeder, auch ohne Mitgliedschaft. Jumping ist ein mega Trendsportort. Das kombiniert das Ausdauertraining gemeinsam mit Krafttraining und ein bisschen macht man natürlich auch koordinative Fähigkeiten. Man hat ein bisschen eine Choreografie dabei. Unsere Trainerin, die macht das einfach so spannend und so abwechslungsreich, dass das auch immer jede Stunde ein Erlebnis ist. Ein Erlebnis ist es allemal und der Respekt vor den Teilnehmern wächst ins Unermessliche. Fazit: anstrengend, 10 von 10. Spaßfaktor: 10, zumindest wenn man Abläufe und Schrittfolgen kennt. Empfehlung der Redakteurin? Ja, für alle, die sich von Musik mitreißen lassen, gerne springen und keine Angst vor Schweiß haben.